Objectives and Key Results von John Doerr. Bereit für eine Reise in die Welt des revolutionären Managementsystems OKR? Wenn es um Unternehmensziele geht, gilt oft das Motto, weniger ist mehr. Viele Unternehmen setzen sich so viele Ziele, dass es fast so wirkt, als bräuchten sie gar keine. Diese Überflutung an Visionen und Vorgaben kann Mitarbeiter leicht orientierungslos machen. Doch eine klare Zielsetzung ist wie ein Kompass, der den Weg weist. Eine der erfolgreichsten Lösungen für Unternehmen, die klare Orientierung suchen, heißt OKR. Dieses prägnante Kürzel steht für Objectives and Key Results, Ziele und Schlüsselergebnisse. In den kommenden Kernaussagen werden Sie entdecken, wie Sie mit Hilfe des OKR-Konzepts Ihre Unternehmensziele effektiv formulieren und verfolgen können. Das Besondere dabei ist, dass OKR unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens ist. Selbst wenn Sie sich noch in der Gründungsphase befinden, kann OKR Ihnen auf Ihrem Weg zum Erfolg helfen. Außerdem werden Sie erfahren, wie John Doerr seine Liebe zu diesem revolutionären Managementsystem entdeckte, wie Google seine Ziele mit einem farblich kodierten System verfolgt, wie ein Google-Mitarbeiter mit Hilfe von OKR die Entwicklung von Gmail vorantrieb. Bereiten Sie sich darauf vor, die aufregende Welt der OKRs zu erkunden und zu verstehen, wie dieses System Unternehmen dabei hilft, klare und effektive Ziele zu setzen. Kernaussage 1: Die Ursprünge der OKRs, eine Liebe und ein brillanter Mentor. Einige der faszinierendsten Entdeckungen und Erfolgsgeschichten finden sich in den unerwartetsten Momenten des Lebens. Im Sommer des Jahres 1975 war ein junger John Doerr fest entschlossen, das Herz seiner Ex-Freundin Anne zurückzuerobern. Anne hatte mittlerweile im Silicon Valley gearbeitet und John hatte kaum eine Ahnung, wo genau sie sich aufhielt. Ein Zufall führte John zu seinem Praktikum bei keinem anderen Unternehmen als Annes Arbeitgeber, Intel. Dieses Kapitel ihrer Liebesgeschichte endete mit einem Happy End. John und Anne fanden wieder zueinander und sind bis heute verheiratet. Doch was für John als Neuanfang in der Liebe begann, markierte auch den Anfang einer inspirierenden Reise, seine Entdeckung der OKRs. Die Schlüsselfigur hinter diesem revolutionären Managementsystem war Andy Grove, ein Ingenieur, der bei Intel vom Mitgründer zum CEO aufstieg. Grove nutzte seine visionären Leadership-Methoden, um das kleine Halbleiterunternehmen zu einem globalen Giganten zu formen. Eines Tages hörte der junge Doerr auf Groves Seminar von den OKRs, Objectives and Key Results, Ziele und Schlüsselergebnisse. Hier ging es nicht nur darum, wie viel man wusste, sondern vielmehr, wie man dieses Wissen in die Tat umsetzte. Die Umsetzung der Ziele war wichtiger als das bloße Wissen selbst. Die Basis des OKR-Systems besteht aus den Objectives und den Key Results, den Zielen und den Schlüsselergebnissen. Diese beiden Kernelemente stellen die Fragen, wo möchten wir hingehen? Und wie können wir den Fortschritt und Erfolg auf diesem Weg messen? Ein frühes Beispiel für ein Unternehmen, das von OKRs profitierte, ist Intel. Das Unternehmen setzte sich das klare Ziel, einer der weltweit führenden Hersteller von PC-Mikroprozessoren zu werden. Die konkrete Formulierung dieser Ziele beflügelte die Leidenschaft des gesamten Unternehmens, diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Doch wie sollte das Unternehmen wissen, ob es seine Ziele erreicht hatte? Hier kommen die Key Results ins Spiel, konkrete, messbare Ergebnisse. Intel nahm sich zum Beispiel vor, den Mikroprozessor Intel 18485 in Produkten anderer Unternehmen 10-mal zu verbauen. Die Erfüllung dieser Key Results war einfach zu messen, entweder mit einem klaren Ja oder Nein. Jeder Mitarbeiter konnte leicht feststellen, ob ein Schlüsselergebnis erreicht wurde. Dank dieses effektiven Managementsystems konnte Andy Grove den Umsatz von Intel in seiner Amtszeit als CEO in 11 Jahren um erstaunliche 40% pro Jahr steigern. Dieser gewaltige Erfolg beeindruckte John Doerr zutiefst und inspirierte ihn, den Großteil seiner beruflichen Laufbahn damit zu verbringen, dieses System anderen Unternehmen näher zu bringen. Kernaussage 2: Die Kunst des Fokussierens mit OKRs. Wer in einem ambitionierten Unternehmen gearbeitet hat, kennt die Bedeutung von klaren Aufgaben und Zielen. Im Erfolgsfall muss jeder Mitarbeiter genau wissen, was von ihm erwartet wird. Ebenso wichtig ist es jedoch zu wissen, was nicht getan werden sollte. Hier kommt eines der drei Hauptmerkmale des OKR-Konzepts ins Spiel. Unternehmen sollten stets eine überschaubare Anzahl an übergeordneten OKRs festlegen, die von der Geschäftsführung bis zu den Praktikanten gemeinsam erreicht werden sollen. Diese übergeordneten Ziele, die als Objectives bezeichnet werden, sollen den Fokus des gesamten Unternehmens lenken.
Für jedes dieser Objectives sollten das Management und die Teams jeweils 3 bis 5 konkrete Schlüsselergebnisse, Key Results, definieren. Die Begrenzung der Anzahl ist entscheidend, da die Messung des Fortschritts bei einer höheren Anzahl schwerwiegend beeinträchtigt wird. Zusätzlich dazu ist ein konkreter Zeitrahmen notwendig, um sicherzustellen, dass alle Abteilungen und Teams auf bestimmte Fristen hinarbeiten. John Doerr empfiehlt, die OKRs quartalsweise zu überprüfen, um flexibel auf die sich schnell ändernden Märkte reagieren zu können. Dies bedeutet, dass die Verantwortlichen im Unternehmen mindestens einmal pro Quartal gemeinsam analysieren sollten, ob der bisher erzielte Fortschritt in die gewünschte Richtung führt oder ob Anpassungen erforderlich sind. Ein praktisches Beispiel für die Umsetzung von OKRs liefert Brett Kopf, CEO des US-Nachrichtendienstes Remind. Nachdem er den Ansatz von OKRs auf Empfehlung von John Doerr übernommen hatte, transformierte er sein kleines Bildungs-Startup in ein erfolgreiches Unternehmen mit Millionen von Nutzern. Nach einem Durchbruch im Jahr 2014, als seine App Remind täglich 300.000 Downloads verzeichnete, erkannte Kopf, dass sein 14-köpfiges Team klare Ziele benötigte, um weiter zu wachsen. Die Entscheidung von Doerrs Beteiligungsgesellschaft, Remind mit einer Series B-Finanzierungsrunde zu unterstützen, brachte jedoch neue Herausforderungen mit sich. Die effiziente Nutzung begrenzter Ressourcen in einer Phase rapiden Wachstums. Doerrs Ratschläge zur Anwendung von OKRs halfen Kopf und seinem Startup, den Fokus konsequent auf die wichtigsten Ziele zu legen. Ein konkretes Beispiel zeigt, wie diese Herangehensweise funktionieren kann. In der App für Schulkommunikation, die von Remind angeboten wurde, war die automatische Nachrichtenversandfunktion eine der am häufigsten angefragten Features. Lehrer wünschten sich die Möglichkeit, ihre Schüler automatisch an Termine und Aufgaben zu erinnern, ohne manuell wöchentliche Nachrichten versenden zu müssen. Allerdings lag der Fokus von Remind in diesem Quartal darauf, die Nutzung des Produkts durch Lehrer zu steigern. Die Einführung der automatischen Versandfunktion hätte zu einer geringeren Nutzung durch Lehrer geführt. Also setzte Remind diese Pläne vorübergehend auf Eis und behielt die ursprünglichen Ziele bei. Dieses Fokussieren auf die wichtigsten Ziele zahlte sich aus, da das Unternehmen weiter wuchs, eine Series C-Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen US-Dollar sicherte und bis 2016 bereits 60 Mitarbeiter beschäftigte. Die klare Ausrichtung auf OKRs half Remind, effektiver zu wachsen und den Erfolg des Unternehmens zu steigern. Kernaussage 3: Transparenz und Koordination durch ein effizientes OKR-System. Wir wissen, dass Ehrlichkeit und Offenheit Schlüsselkomponenten erfolgreicher zwischenmenschlicher Beziehungen sind. Und das gilt genauso für Unternehmen. Die OKR-Methode ist keine Ausnahme. Je transparenter der Fortschritt der Maßnahmen für alle Mitarbeiter im Unternehmen nachvollziehbar ist, desto motivierter sind sie, an deren Umsetzung zu arbeiten. Dieser Zusammenhang zwischen Transparenz und Mitarbeitermotivation ist wissenschaftlich belegt. Bei einer Umfrage unter 1000 US-Amerikanern gaben die Mehrheit der Befragten an, dass sie wesentlich motivierter wären, ihre Ziele zu erreichen, wenn ihre Leistungen sichtbarer für ihre Kollegen wären. Die OKRs sind mehr als nur übergeordnete Ziele, die von der Führungsetage in einem Elfenbeinturm definiert werden. Sie erstrecken sich tief in die konkreten Aufgaben und Verantwortlichkeiten der einzelnen Abteilungen, Teams und Mitarbeiter. Dabei sollte das Verhältnis zwischen den übergeordneten Unternehmenszielen und den individuellen OKRs ein dynamisches und kooperatives Miteinander sein. Einerseits sollten die individuellen Ziele und Schlüsselergebnisse in Übereinstimmung mit der Unternehmensvision formuliert werden, die auf Führungsebene festgelegt wird. Andererseits dürfen die Vorgesetzten nicht die Selbstbestimmung und Motivation der Mitarbeiter ersticken, indem sie starre Vorgaben machen. Mitarbeiter benötigen Raum zur Gestaltung ihrer OKRs und Ideen. Im besten Fall entsteht so ein wechselseitiger Dialog, der die Zusammenarbeit, Transparenz und Innovationskraft fördert. Google führte beispielsweise die 20%-Regelung ein, bei der Entwickler jede Woche einen vollen Arbeitstag, das entspricht 20% ihrer Arbeitszeit, für ein selbstgewähltes Projekt verwenden dürfen. Die einzige Bedingung ist, dass das Projekt potenziell dazu beitragen sollte, die übergeordneten OKRs von Google näher zu bringen. Diese Initiative hat bereits zahlreiche Innovationen hervorgebracht, wie das Projekt Caribou, das 2001 von einem jungen Google-Entwickler gestartet wurde. Heute ist es besser als Gmail bekannt und das meistverwendete E-Mail-Programm der Welt.
Allerdings gibt es Situationen, in denen sich individuelle OKRs nicht nahtlos in die übergeordneten Unternehmensziele integrieren lassen, wie das Beispiel von Mike und Albert Lee zeigt, den Gründern der App MyFitnessPal. Nachdem John Doerr die Lee-Brüder 2013 dazu überredet hatte, das Wachstum ihres Unternehmens mit dem OKR-Management-System voranzutreiben, stellten sie fest, dass die individuellen OKRs der verschiedenen Teams und Mitarbeiter oft nicht mit den übergeordneten Unternehmenszielen übereinstimmten. Die Ziele waren sogar so unterschiedlich, dass die verschiedenen Abteilungen Gefahr liefen, ihre Ziele zu verfehlen. Kurz gesagt, die OKRs waren nicht ausreichend koordiniert und die verschiedenen Unternehmensbereiche zogen nicht an einem Strang. Um dieses Problem zu beheben, luden die Lee-Brüder die Teamleiter zu vierteljährlichen Meetings ein. Dort stellten die Teamleiter ihre OKRs vor und benannten diejenigen Abteilungen, von denen ihr Team abhängig war, um die Ziele zu erreichen. Dies ermöglichte dem Unternehmen, die Ausrichtung und Synchronisierung der Ziele und Kennzahlen jeden Quartal aufs Neue zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle am selben Strang zogen. Kernaussage 4: Die Messung des Fortschritts bei OKRs ist entscheidend für den Erfolg. Die Bedeutung der Visualisierung und schriftlichen Festhaltung von Zielen für deren Erreichung ist weithin bekannt. Die OKR-Methode erweitert dieses Konzept auf die Implementierung der Ziele. Je besser der Fortschritt überwacht wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Ziele tatsächlich erreicht werden. Eine Studie aus Kalifornien hat gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, Ziele zu erreichen, um 43% höher ist, wenn sie schriftlich festgehalten und der Fortschritt wöchentlich mit Freunden geteilt wird. Das Gleiche gilt für OKRs in Unternehmen. Bei Google treffen sich Mitarbeiter mindestens einmal im Monat, um den Status ihrer Quartalsziele zu besprechen. In diesen Meetings geht es nicht nur um die Messung des Fortschritts, sondern auch um die Identifizierung von Herausforderungen und die Überarbeitung von Schlüsselergebnissen. Die Unternehmen haben dabei die gleichen Werkzeuge zur Hand wie im gesamten OKR-Lebenszyklus: Fortsetzen, aktualisieren, starten und stoppen. Wenn die Daten darauf hindeuten, dass ein bestimmtes Ziel tatsächlich erreicht werden kann, macht es Sinn, den Prozess fortzusetzen. Wenn jedoch der Fortschritt aufgrund externer Faktoren nicht mehr messbar ist, sollten die Schlüsselergebnisse überarbeitet und an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Manchmal ist es sinnvoll, mitten im Quartal einen neuen OKR-Prozess zu starten. In anderen Fällen bleibt keine andere Wahl, als einen laufenden OKR-Prozess abzubrechen. Ein Beispiel hierfür ist Brad Kopf von Remind, der eine OKR-Maßnahme stoppte, die auf die Entwicklung eines Peer-to-Peer-Zahlungssystems abzielte, als sich herausstellte, dass es keine echte Nutzernachfrage gab. Stattdessen startete er einen neuen OKR-Zyklus zur Entwicklung einer Funktion, mit der Lehrer ihre Schüler zu schulinternen Aktivitäten einladen konnten, was sich als großer Erfolg herausstellte. Aber wie können Teams und Mitarbeiter den Fortschritt bei der Erreichung ihrer Schlüsselergebnisse genau messen? Google verwendet beispielsweise eine farbkodierte Skala von 0 bis 1. Ein Wert von 0 bis 0,3 wird rot dargestellt und bedeutet, dass noch kein erkennbarer Fortschritt erzielt wurde. Ein Wert von 0,4 bis 0,6 wird gelb markiert und bedeutet, dass zwar Fortschritt gemacht wurde, aber das Schlüsselergebnis noch nicht erreicht wurde. Ein Wert von 0,7 bis 1,0 wird grün dargestellt und bedeutet, dass das Schlüsselergebnis erfolgreich erreicht wurde. Auch Intel verwendete ein ähnliches Messsystem. Im Jahr 1980 setzte sich das Unternehmen das Ziel, seinen Mikroprozessor Artigosin 80 zum meistverkauften Chip auf dem Markt zu machen. Das definierte Schlüsselergebnis bestand darin, bis zum Ende des Quartals 500 mathematische Koprozessoren zu verkaufen. Das Unternehmen verkaufte 470 Exemplare und erreichte einen Wert von 0,9 auf der Skala, was als sehr gutes Ergebnis betrachtet wurde. Kernaussage 5: Die Implementierung ehrgeiziger Ziele führt Unternehmen zu wirklichen Hochleistungen. Die Mondlandung von 1969, bei der Neil Armstrong als erster Mensch einen Fuß auf den Mond setzte, war ein bahnbrechendes Ereignis, das zuvor als unvorstellbar und extrem riskant galt. Dieses Projekt stellte die NASA in jeder Hinsicht vor enorme Herausforderungen. Der Erfolg dieses Vorhabens zeigt, dass selbst die größten Herausforderungen mit dem richtigen Weitblick, der Ausrichtung von Zielen und strenger Qualitätskontrolle gemeistert werden können. Solche ambitionierten und visionären Ideen sind Langzeitziele.
Langzeitziele sind Herausforderungen für alle Mitarbeiter, die am OKR-System beteiligt sind. Forschungsergebnisse zeigen, dass Mitarbeiter, die auf Langzeitziele hinarbeiten, in der Regel motivierter, produktiver und engagierter sind. Doch wie entscheidet ein Unternehmen, welche Langzeitziele es sich setzen sollte? Google unterscheidet zwischen zwei Arten von OKRs: Langzeitzielen und verpflichtenden Zielen. Verpflichtende Ziele beziehen sich normalerweise auf die relevanten Kennzahlen des täglichen Betriebs, wie beispielsweise Verkaufszahlen oder Personalwesen. Langzeitziele hingegen sind immer auf die übergeordnete Vision des Unternehmens ausgerichtet. Während die verpflichtenden Ziele immer zu 100% erreicht werden müssen, erreicht Google bei seinen Langzeitzielen in etwa 40% der Fälle nicht das angestrebte Ziel. Nicht alle Unternehmen haben jedoch den gleichen Spielraum, um auf gescheiterte OKR-Projekte zu reagieren. Dennoch kann ein ambitioniertes Langzeitziel das höhere Risiko mit erheblichen Erfolgen belohnen. Ein Beispiel hierfür ist Googles Ziel bei der Entwicklung des Browsers Chrome im Jahr 2008. Das Browsen im Netz sollte so schnell und einfach wie das Blättern in einer Zeitschrift sein. Das erste Langzeitziel des Teams war extrem ehrgeizig. Sie wollten bis zum Ende desselben Jahres 20 Millionen wöchentliche Nutzer haben. Obwohl sie dieses Ziel erst im Frühjahr des folgenden Jahres erreichten, setzte dies die Entwickler in Bewegung. Sie arbeiteten hart daran, ihr Produkt zu verbessern und brachen schließlich das Eis. Das Chrome-Team setzte sich weitere ehrgeizige Langzeitziele. Von den geplanten 50 Millionen Nutzern bis zum Ende des Jahres 2009 erreichten sie 38 Millionen. Schon 2010 erreichten sie ihr nächstes Langzeitziel von 111 Millionen Nutzern. Diese Erfolgsgeschichte setzte sich fort. Anfang 2018 wurde der Internetbrowser Chrome allein in seiner Mobilversion von über 1 Milliarde Menschen weltweit genutzt. Kernaussage 6. Die Kopplung der OKRs an ein kontinuierliches Leistungsmanagement führt zu einer transparenten und gesunden Unternehmenskultur. In vielen größeren Unternehmen sind jährliche oder halbjährliche Performance Reviews üblich. Diese Gespräche beanspruchen für Manager im Durchschnitt 7,5 Stunden pro Mitarbeiter und werden von nur etwa 6% der Personaler als den Aufwand wert erachtet. Die gute Nachricht ist, dass sich Veränderungen anbahnen. Über 50 der umsatzstärksten Unternehmen der Fortune 500 haben die jährlichen Performance Reviews abgeschafft. An ihre Stelle sind kontinuierliche Leistungsmanagementprozesse und zentrale Instrumente wie Conversations, Feedback und Recognition, CFRs, getreten. CFRs können als Äquivalent zu den OKRs im Personalwesen betrachtet werden. Sie setzen auf Gespräche, in denen Mitarbeiter sowohl Feedback als auch Anerkennung für ihre Arbeit erhalten. Im Gegensatz zu traditionellen Performance Reviews sind CFRs keine Einbahnstraße, sondern ein beidseitiger Dialog. Ähnlich wie OKRs finden diese Gespräche kontinuierlich und das ganze Jahr über statt. In diesen Gesprächen geht es nicht nur darum, ob Mitarbeiter ihre Jahresziele erreicht haben oder nicht. Vielmehr handeln sie von einem gleichberechtigten Austausch über wichtige Themen wie die Realisierbarkeit und Sinnhaftigkeit der gesteckten Ziele und die Zufriedenheit bei der Arbeit. Ein Beispiel für den positiven Einfluss dieses Ansatzes stammt von Adobe. Früher kam es direkt nach den jährlichen Leistungsbeurteilungen jedes Februars zu einem drastischen Anstieg der freiwilligen Kündigungen. Doch nach der Umstellung auf ein CFR-ähnliches System mit regelmäßigen Check-ins gingen die jährlichen Austritte rapide zurück. Sowohl OKRs als auch CFRs tragen deutlich zur Verbesserung des Arbeitsklimas bei. Sie fördern eine kollektive Ausrichtung an gemeinsamen Zielen, eine transparente Kommunikationskultur und hohe individuelle Verantwortung. Gemeinsam bilden sie das Rückgrat einer positiven und mitarbeiterfreundlichen Unternehmensführung, bei der die Mitarbeiter als Partner auf Augenhöhe betrachtet werden. Zusammenfassung zum Buch Objectives and Key Results von John Doerr. Die Kernaussage dieser Zusammenfassung dreht sich um das Konzept der Objectives and Key Results, OKRs, und deren transformative Wirkung auf die Unternehmens- und Mitarbeiterführung. Im Gegensatz zu starren jährlichen Zielen ermöglichen OKRs eine kontinuierliche Zielsetzung, Anpassung und Verfolgung, wodurch Flexibilität und Transparenz gefördert werden. Diese Methode wird ergänzt durch das Konzept der Conversations, Feedback und Recognition, CFRs, regelmäßige Gespräche, in denen Manager und Mitarbeiter auf Augenhöhe interagieren. Handlungsempfehlung: Reduziere die Anzahl deiner Unternehmensziele. Statt viele Ziele gleichzeitig zu verfolgen, setze klare Prioritäten und fokussiere dich auf höchstens 3 oder 4 Hauptziele pro Quartal.
Dieser Ansatz hilft dir, die Konzentration auf das Wesentliche zu bewahren und erfolgreicher zu sein. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!